Gut, also heute machen wir auf jeden Fall ein, wir besinnen uns heute ein bisschen mehr schon auf unser Outdoor-Fitness-Rhythmus. Das heißt, wir machen auf jeden Fall 40-20. Wir machen heute auch mal wieder Pausenübungen. Nur nicht die 4 Runden, die wir beim Outdoor-Fitness ja sonst eigentlich immer haben. Heute machen wir mal 3. Machen also nur 2 Pausenübungen dazwischen und wir machen es generell eher jetzt heute mal in 3 Blöcken. Das heißt, wir machen 4 Übungen Block 1, 4 Übungen Block 2 und ich hoffe, ich habe mich zeitlich nicht verkalkuliert, dann wären 4 Übungen Block 3. Genau, deswegen kurzer Warm-up und dann legen wir eigentlich auch schon los. Wir nehmen ein bisschen breiteren Stand ein zum Start. Kniebeugenposition, Zehenspitzen aufdrehen und machen erstmal ein paar Arme entweder vorne oder hier. Ein paar Mal hoch und runter. Schauen, dass wir so ein bisschen die Beine einschleifen, das Kniegelenk stabil halten. Erstmal ein paar Mal senken und wieder hochstrecken. Gut, wenn es gut läuft, ihr merkt, das Kniegelenk, das wird immer stabiler. Wir haben den Muskel unter Spannung. Dann können wir auch sagen, wir gehen runter, Hände bis zum Boden, ganz nach oben strecken. Runter und ganz hoch. Runter und ganz hoch. Jeder, wie es heute auch wieder passt. Und wir arbeiten natürlich auch während des Workouts dann wieder ein bisschen in Levels. Nochmal ein paar. Zügig hoch. Und nochmal dranbleiben. 5, 4, 3, 2, 1 und gut, wer steht, steht. Wir bleiben ein bisschen breiter stehen und Fersen hinten einmal an. Also rechts, links, einmal hochziehen. Das war's fürs Erste. Oberschenkel lang machen. Wenn es dann läuft, nehmen wir die Arme dazu, raus, raus, raus und raus. Genau, Brust weit, perfekt. Machen wir noch mal ein paar so. Und die Arme einmal hoch, hoch. Hoch, hoch. Andere Richtung. Nochmal ein paar Schritte. 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Wir nehmen die Beine breiter für so einen Ausfallschritt quasi von der Breite her. Linkes Knie geht über den linken Fuß. Wir tippen mit der rechten Hand runter, gehen zur anderen Seite, tippen hier. Tipp hier, tipp hier, tipp hier, tipp hier. Hammer rechts, Hammer links. Und Po runterlassen, Bein gut beugen. Oh, nochmal ein paar. Ein Bein beugen, das andere gut dehnen. Oh, nochmal 5, 4, 3, 2, 1 und gut, perfekt. Beine zusammenholen, dann gehen wir runter auf die Matte und nehmen einmal so eine Krabbenposition ein, also diese Tischhaltung hier. Wenn wir dort sind, Po einmal anspannen, dass wir oben seid oder sind. Wir können so halten oder wir schieben so ein bisschen nach vorne, nach hinten. Schauen, ob unsere Arme schon fest sind, dass wir uns gut halten können, die Handgelenke fest. Einmal ein bisschen beweglicher machen. Nochmal 3, 2, 1, stehen bleiben so. Wer will, geht rechts, mit dem rechten Arm links oben in die Ecke und mit dem linken Arm nach rechts in die Ecke. Ansonsten einfach kurz halten. Je nachdem, was gerade geht. Ja, wir sind noch beim Warm-up.
Noch mal ein bisschen. Und 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Dann lassen wir den Po einmal runter. Genau, sitzen auf der Matte und rollen uns hinten runter. Wir drücken mit den Ellenbogen gut in den Boden und versuchen heute rauszuheben, die Brust richtig hoch und wieder runter. Hoch und wieder runter. Also nur so das kleine Abheben vom Boden. Runter und hoch, runter und hoch. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir probieren es trotzdem. Nochmal Brust raus. Und richtig die Ellenbogen in den Boden drücken. Die Schulterblätter hinten zusammenziehen. Und nochmal 5. Nochmal 4. Nochmal 3. 2, 1 und gut. Dann rollen wir uns einmal ganz nach oben auf, gehen wieder zum Stehen über. Noch eine, dann fangen wir mit dem Workout, mit dem Hauptworkout an. Perfekt. Wenn wir stehen, einmal in so einen Jogging-Schritt übergehen. Ihr entscheidet wieder je nach Location, wo ihr halt seid. Macht ihr ganz sanfte Schritte oder lasst es richtig krachen. Je nachdem, was ihr für einen Untergrund habt. Ein paar Schritte gehen, die Arme ein bisschen mitnehmen, die Körpermitte ein bisschen festmachen. In den Pausenübungen heute machen wir eher so solche Sachen heute. Also eher so Cardio-Übungen, ein bisschen in Bewegung bleiben. Und unsere Hauptübungen, da schauen wir, dass wir wirklich in den Muskel kommen. Gut, wer mag, tippt einmal rechte Hand, linker Fuß. Geht wieder, linke Hand, rechter Fuß und ein paar Mal im Wechsel. So wie die Beine gerade fliegen. Nochmal 20 Sekunden. Dranbleiben. Und nochmal 5, 4, 3, 2, 1 und gut, perfekt. Dann würde ich sagen, wir legen mit dem Hauptworkout los. Ich erkläre euch als erstes die ersten 4 Übungen. Ihr dürft natürlich auch in Bewegung bleiben, wie immer, wie es passt. Erste Übung von dem ersten 4er Block ist eine Kniebeuge. Runter und seitlich das Bein heben, runter und heben. Und ihr entscheidet auch, wenn das nicht mehr geht, nur Kniebeugen machen. Die nächste geht ihr auf den Boden. Wenn ihr eine lange Matte habt, orientiert ihr euch daran. Diese Bärenkniebeuge, Knie knapp über dem Boden. Wir gehen nach vorne und gehen wieder zurück. Wer jetzt so ein Quadrat hätte, kann auch drumherum gehen. Hauptsache, wir bleiben fest in der Mitte und die Knie weg vom Boden. Die dritte Übung ist in Bauchlage und wir heben die Beine und drehen mit den Armen rechts und links immer auf. Machen also ein bisschen Rücken, ein bisschen Po in den Superman. Die letzte hier in dem Block ist das Boxen im Stütz rechts und links. Boxen, Boxen, Boxen und Fleißarbeit wäre eine Liegestütze zwischendurch mal einzubauen. Wie gesagt, Hauptübung machen wir 40 Sekunden. 20 Sekunden Pause und beide Pausenübungen sind im Stehen. Die zeige ich euch dann, aber das heißt zügig immer nach oben kommen zum Stehen. Also, dann machen wir uns langsam startklar für die ersten 40 Sekunden. Genau, okay, perfekt. Also, falls irgendwas ist, reinschreiben in den Chat, dann schaue ich, dass ich mich rumdrehe und euch da im Blick habe. So, erste Zimmer im Stehen, machen die Kniebeuge. In 5, machen wir einen Startblau, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Einmal runter, seitlich hoch, runter, seitlich hoch, runter, seitlich hoch. Gucken, wenn es gut läuft, dass wir zügig uns rausheben, mit Schmackes, die Beine zügig unter Kraft bringen.
Gut. Jeder macht sein Tempo. Yes. Gut. Rausheben, rausheben, rausheben. Gleich schon rum. Nochmal. 3, 2, 1 und gut. Wir gehen auf der Stelle, Arme an die Seite und kreisen die Arme. Das können die kleinen Kreise sein, das können auch die großen sein, so wie es gerade passt. Kurze Pause, Aktivheit. Und dann sind wir unten in dem Vierfüßer. 3, 2, 1 und runter. Hier gehen wir nach vorne und gehen nach hinten. Wir gehen nach vorne und gehen nach hinten. Gehen nach vorne und gehen nach hinten. Einmal festbleiben in der Mitte. Nochmal ein paar. Knie oben halten. Nochmal. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und langsam hochkommen. Pausenübung. Wir machen die Hampelmänner. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Das war's schon. Wer nicht hüpft, geht auf der Stelle. Geht natürlich wieder je nach Untergrund. Dann gehen wir runter in Bauchlage. Einmal tauchen. Wir machen die Supermans. Rechts, links, rechts, links. Heben, 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 heben. Rückseite fest. Alles anspannen. Nochmal. Und nochmal. Dranbleiben. Gleich Kraft. Nochmal ein bisschen rechts und links. 3, 2, 1 und wir kommen wieder hoch. Wieder erste Pausenübung, auf der Stelle gehen. Arme einmal kreisen. Wir haben ja noch 2 Runden, dann kann sich das alles einspielen. Wieder auf der Stelle gehen. Arme einmal kreisen. 3, 2, 1 und Liegestütz. Wir gehen einmal runter. Boxen links, Boxen rechts, Boxen links, Boxen rechts. Wer will, macht die Liegestütze mit. Das überlasse ich wieder euch. Boxen, Boxen, Boxen und Boxen. Letzte in dieser Runde. Und dann fangen wir von vorne an. Dazwischen machen wir eine echte Pause. Nochmal. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. 3, 2, 1 und einmal absetzen. Kurz echte Pause. Durchschnaufen. So, jetzt haben wir den Rhythmus mal so drin. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt nochmal 2-mal. Und dann beginnen wir mit neuen Übungen. Also erste wieder Kniebeuge heben, Kniebeuge heben. Gut. Perfekt. Also, wie gesagt, wenn irgendwas ist, nochmal schreiben. Und dann fangen wir gleich mit der Kniebeuge wieder an. Machen wir in 5. Machen wir in 4. Machen wir in 3. In 2. 1. Und los geht's. Runter, hoch, runter und hoch. Heben, senken, heben, senken. Nochmal ein paar. Pippen und nochmal. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wieder runter, hoch, runter, hoch. Gut. Und nochmal. Gleich geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Wir bleiben stehen, gehen auf der Stelle und kreisen wieder die Arme. Kreisen, 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 kreisen. Eine Richtung oder andere. Schieben lassen. Dann machen wir uns wieder startklar in den Vierfüßer. 3, 2, 1 und weiter geht's. Wir gehen nach vorne, wir gehen nach hinten. Geh nach vorne, geh nach hinten.
Nochmal ein paar. Nach vorne, geh nach hinten. Wieder feste Mitte. Wenn es nicht mehr geht, halten. Solange es geht, natürlich gehen. Vor und zurück. Nochmal ein paar. Dranbleiben. Nochmal, nochmal, nochmal. Gleichkraft. Und 5, 4, 3, 2, 1 und hochkommen. Oben machen wir die Hampelmänner. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Dann stimmt jetzt auch meine Uhr gleich wieder. Wieder vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Danach gehen wir in Bauchlage. 3, 2, 1 und runter. Einmal rein, rechts. Links, rechts und links. Wieder die ganze Rückseite fest. Nochmal ein paar. Die Hoffnung hat noch nicht Abend gegessen. Nochmal drehen, 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 drehen. Gleich geschafft. Oh, nochmal. Gleich, 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 gleich. Drei, zwei, eins und hochkommen. Wir gehen wieder auf der Stelle. Wer steht, Arme an die Seite gehen. Einmal hierher. Dann machen wir die letzte im Stütz mit dem Boxen. Nochmal ein paar. Gut. Drei, zwei, eins und in Stütz einmal runter. Rein und Boxen rechts, Boxen links. Gas geben, Körpermitte fest und dranbleiben. Nochmal ein paar, wieder Fleißarbeit, Liegestütze einbauen. Ihr macht das Beste für euch draus. Nochmal. Weiter, 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 dranbleiben. Immer noch nicht aufhören. 3, 2, 1 und gut. Kurz absetzen, durchschnaufen und dann fangen wir gleich wieder von vorne an. Noch eine Runde, gleiche Übungen. Kniebeuge mit dem seitlichen Heben. Genau. Habt noch kurz. Wir machen noch 5, treffen uns im Stehen. 4, 3, 2, 1. Und los geht's. Runter, hoch, runter, hoch. Wieder. Mit Schmackes heben, mit Schmackes heben, mit Schmackes heben. Gut. Brust bleibt jedes Mal nach vorne zu mir. Und mal schauen, dass der Po tief ist. Kopf bleibt da. Und nochmal ein paar. Gleich geschafft. Nochmal, immer noch nicht. 3, 2, 1 und stehen. Auf der Stelle gehen, Arme wieder kreisen. Arme nach vorne, nach hinten oder wie gesagt mal die großen. Ein bisschen in Bewegung bleiben. Dann gehen wir in vier Füße gleich und runter geht's. Wir gehen nach vorne, wir gehen nach hinten. Geh nach vorne und geh nach hinten. Nochmal ein paar. Wieder fest bleiben in der Mitte. Hände gut aufstellen, Füße auch, dass der Rest gut abgehoben bleiben kann. Nochmal. Gleich geschafft. 3, 2, 1 und hochkommen. Wir machen die Hampelmänner vor, zurück. Einmal die. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Dann gehen wir wieder in die Bauchlage. 3, 2, 1 und
runter geht's. Einmal rein und rechts und links Hallo sagen. Hallo hier, hallo hier, hallo hier. Nochmal ein paar. Nochmal fest bleiben, abheben im Wechsel. Dann bleiben. Nochmal ein paar. Habe ich geschafft. Spannung nochmal aufrechterhalten. Gleich, gleich, gleich. Und gut. Einmal hochkommen, wieder auf der Stelle gehen. Und die Arme kreisen. Haben wir noch eine. Und gehen gleich in den Stütz und boxen dort. Gut. Und gehen wir langsam runter. Legen los. Liegestütz, boxen, 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 boxen. Nochmal. Dranbleiben. Wer kann, versucht die Pobacken mit festzumachen. Die ganze Mitte, die Oberschenkel, immer wieder an das, was wir gerade denken. Nochmal mit anspannen. Nochmal. Dranbleiben. Gleich geschafft. Und gut, perfekt. Kurz aufstellen, aufsetzen. Wir machen eine Minute. Dann machen wir die neuen vier Übungen und machen wieder so einen Block dann zusammen. Kurz was trinken und dann erkläre ich euch gleich die vier Übungen. Gut. Wie gesagt, wenn was ist, einfach schreiben. Gut. Perfekt. Okidoki. Dann erkläre ich euch schon mal die Übung, bevor ihr abkühlt. Und zwar die Nummer Uno. Machen wir die Bicycles, das heißt ein bisschen Bauch. Einmal die, rechts und links über Kreuz zusammenkommen. Wir können sie so machen. Ich finde persönlich, dass das reicht. Manche sitzen aber auch auf und kommen quasi dann zusammen. Ich finde, es reicht, unten zu bleiben, also nur immer ein Schulterblatt abzuheben und die Körpermitte gut festzumachen. Eins. Die Nummer zwei, Hüftheben. Und zwar roundabout die Hälfte der Zeit ein Bein, andere Hälfte der Zeit das andere Bein. Oder natürlich sagen, ihr bleibt mit beiden Füßen am Boden, dann müssen wir nicht auf die Zeit gucken. Die nächste, wir bleiben nochmal in der Rückenlage, das ist sehr freundlich hier, wir dürfen liegen bleiben. Einmal linke Hand Richtung Ferse, rechte Hand Richtung Ferse. Ihr stellt euch ein bisschen vor, wir würden die Matte wischen, wischen rechts, wischen links und spannen so Seite am Bauch an. Und die letzte ist dann die Liegestütze, dass wir die auch mal irgendwo mit drin haben hier. Zurück, vor, rein, zurück, Knie knapp über dem Boden, vor und rein. Oder natürlich die Knie am Boden lassen, Damenliegestütze und dann passt es auch. Das heißt, wir dürfen uns in Rückenlage startklar machen. Einmal Platz nehmen bitte, dann machen wir uns in 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Bicycles rechts und links, fester Bauch. Ein Schulterblatt hebt ab. Jeder macht sein Tempo. Und wenn jemand nichts merkt, dann bitte ganz bewusst diese Sekunde hier oben auskosten. Dort wollen wir kurz zusammenkommen. Kurz halten. Kurz richtig anspannen. Das andere Bein einmal ganz lang wegschieben nach vorn. Nochmal ein paar. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Noch ein paar. Gleich, 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 gleich. Gut, nur kurz hinsitzen. Wir tippen rechte Hand zum linken Fuß, tippen mit der linken Hand zum rechten Fuß. Einmal in der Pause, ganz gechillt.
Einmal tipp oder so weit wie wir vorkommen. Dann gehen wir wieder in Rückenlage, machen Hüftheben. Wir lassen uns runter, entweder beide Füße am Boden oder ein Bein. Und dann gibt das eine Bein immer so einen Kick nach oben zur Decke mit. Ich sage euch, wenn Halbzeit ist, wer das Bein wechselt. Und dann wechseln wir langsam das Bein. Wer wechselt und kickt dort ein paar. Nochmal ein paar. Dranbleiben. Nochmal 3, 2, 1 und nur wieder hoch sitzen. Dort einmal die Arme aktivieren und boxen. Ich drehe mich mal. Boxen. Wenn wir dann wieder in Rückenlage sind. Dranbleiben. 3, 2, 1 und runterlassen. Wir gehen zur Ferse rechts und links, putzen die Matte rechts und links, Seite am Bauch fest, ganz bewusst auch anspannen, das können wir auch spüren, wenn wir da so hinfassen, mit jedem Wischen wird es so richtig fest. Nochmal ein paar, rechts und links, am Wischen dranbleiben, gleich geschafft. Nochmal. Pausenübung dürfen wir gleich liegen bleiben. Nochmal. 3, 2, 1. Liegen bleiben. Die Beine heben und einmal Fahrrad fahren. Ganz gechillt. Ihr entscheidet dicht vorm Bauch oder eher weit weg. Auch schauen, bleibt der Rücken liegen. Und nochmal ein bisschen Rad fahren. Und dann gehen wir für die letzte in die Liegestütze gleich. In 3, 2, 1 und rumdrehen. Liegestütze rum, zurückschieben Gesäß, vor, Liegestütze, rein, zurück und vor, zurück und vor. Wir bleiben dran, auch wenn die Knie vielleicht irgendwann am Boden sind, trotzdem in der Übung drin bleiben. Nochmal ein paar. Alles klappt. Nochmal. Dranbleiben. Gleich geschafft. Und gut. Einmal kurz aussetzen. Kurz durchschnaufen. Dann fangen wir von vorne an. Rückenlage, Bicycles, Bauch. In circa 10 Sekunden. Legen wir uns wieder hin. Gehen rechts und links. In 3, 2, 1. Und los geht's. Rechts, links. Wieder jeder für sich so schauen, dass er rankommt, dass wir den Bauch merken und wirklich ordentlich ausführen. Das heißt, alles hier strecken, das andere Bein geht lang weg, das andere ziehen wir an, den ganzen Bewegungsumfang, den wir so haben, ausnutzen. Nochmal ein paar. Gleich geschafft. Und nochmal. 3, 2, 1 und gut. Hochsitzen. Wir tippen wieder zum Fuß rechts, Fuß links, Fuß rechts, Fuß links. Tipp, tipp und tipp. Durchschnaufen und tippen. Nochmal ein paar. Dann gehen wir wieder zurück. Und Rückenlage. Füße aufstellen. Entweder Hüfte heben, beide Beine am Boden. Oder rechts heben oder links heben und nur eine Seite arbeiten lassen. Schauen, dass wir richtig uns nach oben schieben, egal ob einbeinig oder beidbeinig. Und Bein wechseln, wer wechselt. Nochmal ein paar nach oben. Richtig raus. Dann bleiben. Gleich geschafft. 3, 2, 1. Und aufsitzen. Wir boxen wieder. Power in die Arme. Ihr könnt ihr auch viel
entscheiden, macht ihr in Ruhe oder macht ihr richtig mit Schmackes. Also kann man immer ein bisschen schummeln oder lassen, dranbleiben und wieder zurückrollen. Ferse aufstellen, rechts, links, rechts, links, einmal wischen, wischen, wischen und wischen. Wieder, so gut wie es geht. Und ihr müsst gar nicht nach vorne hochkommen, es reicht völlig an die Seite. An die Seite. Nochmal ein paar. Dranbleiben. Nochmal richtig fest werden mit jedem Seitneigen. Gleich geschafft. Und gut, wir bleiben liegen, Beine heben, Radfahren. Ganz gechillt. Dann wissen wir dieses Mal, es kommt die Liegestütze danach. Nochmal Radfahren. Langsam umdenken und rumdrehen. Liegestütze. Zurückschieben. Vor, tief. Wer sagt, ich möchte einfach nur Liegestütze machen, macht nur Liegestütze. Kann ja sein. Nochmal ein paar. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Perfekt. Durchziehen. Hab's gleich. Drei, zwei, eins und gut. Kurz aufstellen. Durchschnaufen, dann machen wir das Ganze die dritte Runde. Fangen wieder in der Rückenlage mit den Bicycles an. Gut. So, einmal schon startklar machen. 10 Sekunden legen wir los. Einmal runterliegen. In 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Rechts, links, rechts. Links. Nochmal. Letzte Runde hier quasi Bicycles machen. Das heißt, nochmal alles geben, was wir können. Power, 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 Power. Nochmal zügig arbeiten. Leitkraft, Leitkraft. Dranbleiben. Nochmal fest. 3, 2, 1. Gut. Aufsitzen. Und wir tippen zum Fuß. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Wieder ein paar. Danach wieder durchheben. Also schon gedanklich einstellen. 3, 2, 1. Und runterlassen. Füße aufstellen. Eins oder beide. Und rausheben. Nochmal mit Schmackes hoch. Die andere Ferse, die am Boden gerade so steht, richtig fest reindrücken. Das hilft nochmal. Nochmal. Seite wechseln. So, ich muss euch ein bisschen bescheißen. Wir müssen 5 Sekunden länger machen. Nochmal, nochmal, nochmal. Dranbleiben. Nochmal ein paar. Gleich geschafft, klingelt gleich. 3, 2, 1 und aussitzen. Wir boxen. Wieder Power in die Arme, Bauch ein bisschen fest machen. Gut. Nochmal. Die nächste haben wir wieder. Das Wischen auf der Matte zur Ferse. In 3, 2, 1 und runterlassen. Wir wischen rechts, wischen links. Je nachdem, wo er so hinkommt, könnt ihr die Ferse auch noch ein bisschen anziehen oder auch ein bisschen wegnehmen. Ist einfach nur ein Ziel. Es muss nicht perfekt hinreichen. Wir sollen fest werden können an der Seite. Und so platzieren wir uns. Nochmal ein paar.
dranbleiben. Was haben wir noch? 7 Sekunden. Gleich geschafft. Und gut, Radfahren, liegen bleiben. Durchschnaufen. Erstmal noch mal ein paar ordentliche Liegestütze gleich machen können. In 5. Gedanklich langsam startklar machen, rumdrehen. Liegestütze rein. Und zurück. Und vor. Zurück. Und vor. Achtet lieber auf eine gute Qualität, anstatt möglichst viel und nur so halb. Nochmal ein paar. Und dranbleiben. Weiter geht's. Noch nicht um. 3, 2, 1. Und gut. Perfekt. Dritte Runde erledigt und überlebt. Kurz durchschnaufen, dann erkläre ich euch die nächsten 4. Gut. Perfekt. So, das war jetzt ja eigentlich gnädig. Gell? Da habt ihr alle schon Schlimmeres hinter euch. Gut. Gut. Ich erkläre euch gleich kurz die nächsten 4. Und zwar sind 2 davon gleich. Da dachte ich mir, dass wir die eine Seite erst machen wirklich und dann die andere Seite danach machen, sodass wir wirklich beide voll, diese 40 Sekunden voll haben. Und zwar die Übung ist entweder eine Liegestütz, die schwerere, und wir heben immer ein Bein, gehen nach außen drüber, über Kreuz und außen, rüber und außen, rüber und außen. Das heißt, wir haben immer schön die Körpermitte fest, die hält uns. Und an dem Bein, das wir heben, immer nur die Probacke. Deshalb geht es auch theoretisch leichter im Vierfüßer. Dann kann man sich halt auf die Probacke besser konzentrieren, also wechseln. Das heißt, die Übung Nummer 2 ist dann dieselbe mit dem anderen Bein. Das war's. Dann haben wir die dritte Übung, dann in der Rückenlage, wo wir heute Beckenheben machen. Hände neben die Hüfte. Und dann gehen wir hoch und gehen hoch und gehen hoch. Wer will, macht das Bein flach nach vorn und geht dann hoch. Für mich ist beides völlig in Ordnung, so wie es für euch passt. Und die vierte ist in Bauchlage, wo wir dieses Paddeln machen. Beine und Arme heben und oben bleiben und immer paddeln. Leichter, die Arme dichter ran. Schwerer, weiter weg. Genau, Pausenübungen. Machen wir einmal eine Liegestützposition und einmal oben im Stehen. Das heißt, dann machen wir uns langsam startklar in der Liegestütze. Wir legen los in 5 und 3, 2, 1 und ein Bein heben. Los geht's. Heben rein, heben raus, heben rein, heben raus. Die Körpermitte bleibt schön fest. Und ein bisschen mit dem hinteren Bein, mit dem bewegten Bein spielen, wie hoch ihr das heben wollt. Dass die Pobacke sich so ein bisschen bemerkbar macht. Noch ein paar Mal. Fest bleiben. Ganz kraftvolle Körpermitte hier. Gleich geschafft. In der Pausenübung kommen wir hoch. 3, 2, 1 und zum Stehen übergehen. Wir sind hier, gehen auf der Stelle, Ellbogen anziehen, anziehen, anziehen. Einmal kurz lockern. Dann gehen wir gleich auch wieder runter und machen die andere Seite. In 5, 3, 2, 1 und runter geht's. Anderes Bein. Einmal heben, kreuzen und außen. Kreuzen und außen. Wir bleiben wieder fest
Bauch fest, Schulter fest. Noch eine Runde. Gleich geschafft. Noch 15 Sekunden. Bisschen noch. Fest bleiben. 3, 2, 1. Liegestütz bleiben. Rechts und links. Rechts und links. Danach gehen wir in die Rückenlage, dann haben die Arme Pause. Rechts und links. Und wir drehen uns einmal herum. Rückenlage, Becken heben hoch, nach oben, nach oben, nach oben. Wer will, flach dazu. Beides völlig in Ordnung. Ein paar. Dranbleiben. Nochmal. Nochmal, nochmal. Pausenübung gleich im Stehen. 3, 2, 1 und hochkommen. Einmal stehen, gehen, Arme hoch, runter, hoch, runter. Nochmal ein paar. Und dann gehen wir in die Bauchlage und machen dieses Paddeln. 3, 2, 1 und runter geht's. Paddeln, einmal Bauchplatte und abheben. Rechts und links. Gut, nochmal ein paar. Dranbleiben. Rückseite fest. Und schauen, wie weit hebt man die Arme. Vor oder an der Seite. Dranbleiben. Noch 10. Gleich, gleich, gleich. Drei, zwei, eins und gut. Kurz absetzen und dann gehen wir wieder von vorne los mit dieser Liegestütze, wo man das Bein kreuzen, 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 kreuzen oder kreuzen und wieder öffnen. Gut. Machen wir startklar in 7. Langsam rein. In 5. Liegestütze einnehmen. In 3. 2, 1 und los geht's. Kreuzen, öffnen, kreuzen, öffnen, kreuzen, öffnen. Dranbleiben. Nochmal ein paar. Körpermitte wieder gut festhalten. Und ein bisschen mit dem Bein spielen, hinten und oben. Leichter wäre wieder Vierfüßer, kein Problem. So wie es geht. Dranbleiben. Gleich, gleich, gleich. 3, 2, 1 und hochkommen. Wir gehen zum Laufen. Arme raus, raus, raus und raus. Das gleiche Spiel wieder zur anderen Seite. Arme nochmal lockern. Gut. In 3, 2, 1 und runter geht's. Liegestütz und anderes Bein. Heben, heben, heben und heben. Nochmal ein paar. Nochmal. Festbleiben, so gut wie es geht. Halbzeit. Nochmal. Gleich geschafft. Dranbleiben. Danach noch einmal die Liegestütz. Gleich geschafft. 3, 2, 1 und Liegestütz. Öffnen. 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 Danach die Rückenlage. Nochmal.
wir drehen und herum. Einmal Rücken und wieder heben und flach oder einfach heben. So wie es geht, wieder rein. Nochmal ein paar. Und nochmal. Dranbleiben. Gleich geschafft. Dann gehen wir wieder hoch in der Pause. Aber noch halten wir. Drei, zwei, eins. Und hochkommen. Wir gehen ins Laufen. Und wieder Arme halt hoch, runter, hoch und runter. Nochmal. Durchziehen, durchziehen, durchziehen. Dann in die Bauchlage. Einmal runterlassen. Gehen wir rein und beginnen zu paddeln. Wer angekommen ist, paddelt los. Wieder, wie es geht, dranbleiben. So lange, wie es geht. Gut. Nochmal ein paar. Gleich, 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 gleich. 10 Sekunden. Drei, zwei, eins und gut. Kurz pausieren. Gut. Entweder kurz was trinken oder einfach nur durchstaufen. Dann fangen wir dritte Runde damit an. Wieder in dem Stütz. Power in die Arme, Power in den Bauch. Gut. Halt. Machen wir nur 10 Sekunden. Langsam schon wieder an den Liegestütz denken. Wir machen noch 5. Kommen in die Liegestütze in 3, 2, 1 und los geht's. Wieder kreuzen, 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 kreuzen. So lange wie es geht hier. Wenn es nicht mehr geht, 4 Füße. Perfekt. Bein perfekt fest. Gut. Sehr gut. Wir ziehen nochmal durch. 15 Sekunden. Ihr seid gut. Dranbleiben. Gleich geschafft. 5. Und hochkommen. Einmal auf der Stelle gehen. Einmal Arme Seite. 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 Wenn die Arme nicht mehr wollen, dann einfach kurz auflockern. Wir gehen in 3, 2, 1 und runter. Liegestütz, wieder andere Seite. Kreuzen, 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 kreuzen. Nochmal. Dranbleiben. Egal wie es ist, nochmal durchziehen. Gleich geschafft. Und nochmal. 14. Gleich. Dann in der Liegestütze bleiben. 3, 2, 1. Bleiben. Öffnen rechts. Öffnen links. Danach in Rückenlage. Nochmal. Drei, zwei, eins. Rückenlage runter. Und wieder heben und flach oder heben. Wieder wie es geht. Dranbleiben. Nochmal ein paar. Gut. Und nochmal. So weit wie es geht, hoch. Gleich geschafft, nochmal.
3, 2, 1 und aufstehen. Auf der Stelle gehen, Arme hoch und runter. Dann gehen wir in die letzte und in die Bauchlage. Haben noch. 3, 2, 1 und runterlassen. Bauchflatter, die letzte. Und nochmal heben, senken. Nochmal. Paar Mal noch festbleiben, paar Mal heben. Letzte Runde. Anlegen. Gleich geschafft. Nochmal. Durchziehen. 3, 2, 1 und gut. Finito. Perfekt. Gut. Das ist die Zeit für den High Five. Gut. Sehr gut. Ich hoffe, es war vom Level her okay und ihr konntet was draus machen jetzt soweit. Wir dehnen uns jetzt nur einfach ein bisschen durch. Bleibt gerade sitzen. Genau. Und morgen könnt ihr natürlich auch wieder dabei sein und dann geben wir nochmal Gas. Genau. Dann setzen wir uns einmal gerade aufs Hinterteil und kommen von den Beinen her in diesen Sitz, ähnlich wie gerade bei dieser Pausenübung, einfach mal ein bisschen auseinander. Rechte Hand geht zum linken Fuß oder Schienbein und dann ziehen wir uns so weit wie es geht rüber. So weit wie es geht rüber. Wenn es gut funktioniert mit dem Halten, egal wo, dann können wir den linken Arm auch heben und aufdrehen. So wie es gerade geht. Drei, zwei, eins und die Seite einfach wechseln, rüberziehen, so weit wie es geht und einmal öffnen. Drei, zwei, eins und gut. Wir bleiben so sitzen. Wir probieren was aus. Hände gehen hinten unter die Schulter. Die Ferse bleiben so gut stehen. Und dann heben wir uns einmal hoch und versuchen uns richtig, richtig zu heben. Also die Brust ganz weit zu machen und den Bauch so drüber ganz lang. Kostet ein bisschen Kraft, aber so wird die Vorderseite nochmal ein bisschen lang. Drei, zwei, eins und hinsetzen. Dafür lassen wir locker jetzt und gehen einmal nur nach vorne. Wir dürfen den Rücken auch rund machen, den Kopf aushängen lassen, ganz locker. Hängen lassen, Kopf nochmal ausschütteln. Nochmal durchatmen. Und dann langsam wieder heben, wieder zurückkommen. Und dann gehen wir einmal langsam ins Stehen über. Stück für Stück hochkommen, alle Ruhe. Treffen wir uns dort. Gut, perfekt. Wenn wir stehen, rechter Arm nach vorne. Wir klappen ihn ganz normal in unsere Schulterdehnung einmal nach links rüber an. Ganz lang über die Außenseite an der rechten Schulter. Nochmal durchschnaufen. Dann nehmen wir den rechten Arm gerade einmal lang über den Kopf, greifen mit der linken Hand das Handgelenk und ziehen uns nach links, auch wieder so weit, wie es nur geht. Und wieder zurück zur Mitte. Wir lassen links nach vorne, bringen ihn nach rechts rüber, kann auch wieder die Schulter nochmal rüberziehen. Dabei gucken, dass der Nacken eher so unten bleibt, tief bleibt. Und dann gehen wir wieder über den Kopf. Links geht hoch, rechte Hand greift sich das Handgelenk links und wir ziehen uns rüber nach rechts. Und in die Mitte wieder zurückkommen. Dann nehmen wir die Hände hinten mit den Fäusten in den unteren Rücken.
Wir dehnen nochmal die Vorderseite, aber vorsichtig die Rückseite festmachen. Po anspannen und auch den Rücken. Ellenbogen ziehen zurück und dann neigen wir uns nach hinten. Das heißt, der Bauch wird ganz weit und die Brust geht aber nur sicher, wenn wir wirklich die Rückseite anspannen. Einmal kurz vorne ganz lang, Rückseite ganz fest. 3, 2, 1, langsam in die Mitte zurück und auch langsam in eine Vorbeuge nach vorne und unten. Wieder Platz machen im Rücken, das Ganze wieder entzerren, einmal locker hängen lassen. Dort unten angekommen, gehen wir einmal auf der Stelle rechts und links die Ferse heben von der Matte und richtig eine Po-Seite reinschieben, die andere Po-Seite oder so nach hinten schieben, dass die Beinrückseite ganz lang wird. Nochmal ein paar Schritte. Nochmal 3, 2, 1 und gut. Dann rollen wir uns in Ruhe wieder nach oben auf. Besser wieder stehen. Schulterblätter wieder zurücknehmen. Und nochmal hinstellen. Die Füße ein bisschen breiter wie die Hüfte zum Schluss. Wir verbinden Atmung und Bewegung noch für einen Augenblick. Mit dem Einatmen die Arme weit nach außen und oben. Mit dem Ausatmen Kniebeuge, Arme nach unten. Einatmen hoch. Ausatmen nach unten. Ein, hoch. Aus, runter. Und ein. Und aus. Ein. Und aus. Noch zwei. Ein. Und aus. Einen ein. Und aus. Gut. Perfekt. Sehr gut. Leute, ich sage vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Kommt gut auf dem Sofa an. Ja, nochmal danke fürs Mitmachen. Ich freue mich echt immer riesig über jeden, der dabei ist. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder oder an einem anderen Tag diese Woche. Lasst einen Comment da oder schreibt mir und bis dann!